Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 Projekt Indien. Das letzte Mal war die zweite Folge in unserem vierten Vereinigungskrieg. Also unser vierter Krieg gegen Großbritannien, leider auch Russland. Also Russland macht immer die ärgeren Probleme mit seinen Monstermengen an Truppen. Aber in diesem Krieg schaut es etwas besser aus für uns. Erstens haben wir schon viel mehr Truppen als die letzten Kriege. Und zweitens haben wir bereits Gaswaffen und die Russen, glaube ich, nicht. Das heißt, wir machen immer irre viel Schaden bei den russischen Truppen. Während sie bei uns wenig Schaden machen. Also wir haben jetzt in diesem Krieg bereits ein Plus von 52% und 50% davon sind die Schlachten. Leider wird es nicht besser werden, was die Schlachten betrifft. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und die Provinzen, die wir erobern wollen, die haben wir zwar zu 100%, also noch nicht Zirkas. Zirkas, ja. Aber das auch bald. Wenn wir die zwei Regionen haben, haben wir das. Das bringt leider nicht sehr viele Punkte. Wir müssen fast da in Russland ins Landesinnere kommen. Und wenn geht, möglichst da Richtung Moskau vordringen und möglichst viel da erobern. Schauen wir mal, ob das gelingt. Mit etwas Glück erklärt irgendjemand anderer auch noch den Russen den Krieg. Ja, aber so viel Glück haben wir sicher nicht. Naja, anyway. Der Krieg wird noch ein wenig dauern, leider. Und es wird nicht weniger werden. Wir können noch während des Kriegs weiter schauen. So. Schlacht von Panipat. Ah, das waren diese kleine Truppe da. Ja, da waren vorher Rebellen, glaube ich. Deswegen hat das so lange gedauert. Weiter geht's. Ich bin eigentlich fast schon der Meinung, dass da die brauchen noch einen Anführer. Das ist meine neu gegründete Armee. Die schaut gut aus. Ich überlege gerade, ob ich den überhaupt da unten lassen soll. Ich habe da jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Armeen. Den sollten wir vielleicht auch Richtung Russland schicken. Oder wir sollten langsam starten, da drüben auch anzulanden. 41.000 Briten. Zwei 30.000er Armeen. Geh mal dann nach Karachi. Wenn wir zwei Armeen hier haben, dann müsste es eigentlich reichen, weil das sind nur Bauern, denen man Gewehre in die Hand gedrückt hat. Die sollten wir mit unseren Armeen eigentlich schlagen können. Und wenn wir dann da sind, vielleicht könnten wir dann Suez erobern. Und wenn wir im Suezkanal sind, naja, weiß ich noch nicht. Na, schauen wir mal. Weiß ich nicht, ob ich das machen will. Vielleicht sollten wir auch da bleiben und irgendwelche anderen Truppen, die anlanden,
aufgreifen, oder vielleicht sollten wir einfach da nach Norden gehen und schauen, dass wir möglichst viele russische Truppen erledigen. Russland muss irgendwann einmal ja die Nerven verlieren. So, da gehen wie viele? Alle 75.000 gehen nach Herat. Ist okay. Das lässt sich einrichten. Schauen wir mal, ob sie weiter nach Herat gehen. Ah, Feiglinge. Und da. Könnten natürlich versuchen, sie da in die Falle zu locken in Herat. Die werden schon lang genug aushalten, bis das Entsatz herkommt. Ich will auf jeden Fall, dass sie nicht vor Anfang August angegriffen werden. Zumindest das haben wir gut hingekriegt. Mal abgesehen davon, dass die dort eigentlich Truppen verlieren sollten. So viele wie das sind. Ah, da sind die. Schicken wir da runter. Okay. Gehen daher und dann gehen sie da weiter. Achso, ja, stimmt, du gehst schon auf. So, jetzt müssten wir eigentlich circa, oder wie heißt das Ding? Circas auch fertig haben, ausgezeichnet. Und 55%, das wird immer besser. Ja, okay. Die sind mir egal. Ja, warte mal. Was war das jetzt? Madras irgendwas. Madras wurde erledigt. So, warte mal. Wohin geht's jetzt? Nach Balk. Balk ist noch gar nicht recht, also geht's, weil das ist kein Gebirge, mal abgesehen davon, dass es nicht so gut verteidigt ist. Wir gehen nach Merv und kommen am 6. August an. Sind. Ach ja. Okay. Du gehst vielleicht nicht dahin, sondern dahin. Da und ihr seid am 10. August da. Ja. Nein, 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 nein. Mysore haben wir auch gewonnen. Gut, du bist da, na, bist da, ja. Daher ausgezeichnet, die Falle schnappt zu. Gehst nach Taschowutz, um zu verhindern, dass da irgendwelche Typen nachkommen. Noch eine Region mehr. Ausgezeichnet. Wir haben Gasangriff und sie nicht.
Oder zum. Na, wir haben die Gasverteidigung schon. Vielleicht haben sie Gasangriff, aber. Boah, da können wir teure Truppen von ihm erledigen. Wenn wir die Schlacht gewinnen. So. Was ist mit euch? Schafft ihr das auch noch rechtzeitig oder muss ich das alleine machen mit denen? So, die Schlacht ist wichtig. Gut, auch du wirst dich. Oh! Das sind ja noch mehr Russen. Wo gehen die hin? Nach Peschawar. Dann gehen wir auch nach Peschawar. Dann kommt er da dann am 20. August und wir am 23. Ist okay. Oh, der sieht uns da gar nicht, weil der sieht nichts, was hinter Peschawar ist. Das heißt, auch das ist eine wundervolle Falle. Gut, gut. Das interessiert uns nicht weiter. Die 30 sind auch gleich im Balk. Die 30 sind tatsächlich vollkommen tot. So, wow. Wir sind so brutal. Gut, du gehst da hier und erledigst die hier. Au. Der hat da 100.000 Mann verloren. Fast 100.000 Mann verloren. So, du gehst nach Herat. Und wir, du gehst einmal nach Faisabad und schneidest den Weg ab und du stellst dich nach Balk und erholst dich. Wieso bleibt er da jetzt stehen, anstatt weiterzugehen? Ärgerlich. Wurscht. 30.000 machen wir auch noch kalt. So, was hätten wir denn da? Wir könnten geringe Hilfe. Das ist gut. Bevölkerungswachstum ist gut. Ausgezeichnet. Wenn wir jetzt das. Naja, okay. Okay. Ah, das sind Rebellen. So, du gehst einmal an Bord. Du fährst darüber und lädst den Typen da mal in Huf ab. Ich finde, das ist eine gute Idee. Wir sollten vielleicht wirklich noch einen zweiten auch rüberholen. Die Schlacht von Mulmain. Wo ist denn das gewesen? Ah, ich weiß schon wieder da. Na gut, du brauchst dann nicht hergehen, du gehst dann gleich mal nach Nan. Und du bist zu spät. Kuchin. Gut, du gehst dann mal daher. Und ich glaube, die beiden werden wir dann auch Richtung Norden schicken. Und dich schicken wir auf jeden Fall mal nach Karachi. Du wirst auch in die Kolonien fahren. Und in Ägypten können wir Meinung steigern. Ausgezeichnet. Und auch in Merv haben wir mehr als gewonnen. Schade, dass wir diese Punkte nicht mehr kriegen.
geht nach Aschgabat. Ist okay. Dann tun wir das doch glatt auch. Und du gehst auch dahin. Und du gehst mal nur daher, genau. So. Wenn wir die erledigt haben, dann werden wir uns langsam, aber sicher Richtung Norden wagen. So, bei dir haben wir gesagt, wir gehen mit dir auch Richtung Norden. Du hast einmal diese Armeen erledigen, bevor du weiter Richtung Norden gehst. Oder gehst du auch nach Karachi? Gute Frage. Dann gehen wir nach Lahore danach. Also nicht unsere Hauptstadt ist eh noch Lahore, oder? Ja, passt. Das wäre mir nicht recht gewesen. Okay. Okay, damit müssen wir leben, fürchte ich. Du gehst da weiter nach Süden. Haben wir mit euch eigentlich auch Krieg? Nein. Gut für euch. Sonst hätte ich euch als nächstes angegriffen. Okay. Auch gut. Ich glaube, das reicht, was wir da haben. Das heißt, du wirst... Ah, da hingehen mal. Ah, Partner. Da jetzt voll? Nein, einer fehlt uns noch. Schwächliche Streikposten. Nein, wir versuchen dieses Bewusstsein zu erhöhen. Okay. Das sind nur 15.000. Und ihr ladet eure Truppen ab. Ist auch gut. Du, was machst du, Freund? Du gehst doch mal nach Batam. Und dann denken wir weiter, wenn du mal da oben bist. Achso. Jalalabad haben wir noch einmal 24.000 Russen erledigt. Ausgezeichnet. So, diese 30.000 gehen einmal nach Koruk. Die 24.000 gehen nach Balk, die 29.000 nach Merv. Und die 26.000, die gehen nach, Maschat. Und die hier geht's auch weiter nach Küsil, irgendwas. Passt. Ein paar Leute erledigt. So, warte mal. Wie viele sind denn das jetzt? Das sind viel mehr jetzt. Ihr bleibt bitte stehen hier. So, bis zu 20% mehr liberal. Okay. Oder bis zu. Achso, das ist in der gesamten Bevölkerung und das ist in Khorasan. Bewusstsein. Wahrscheinlich ist es besser, das dazu nehmen. Khorasan ist, glaube ich, keine besonders große Provinz.
wenn wir mehr Bewusstsein haben wollen, machen wir das so. Das ist okay. Und da geht noch Küsselarbeit. Schau dir was an. Okay. Ah, da geht auch noch Küsselarbeit. Und dann gehst du mal daher. Die wissen ja nicht, dass der da auch schon darüber geht. So, da oben müssen wir auf jeden Fall irgendwie angreifen. Am besten von zwei oder von drei Seiten sogar. Nach Kiva können wir ja auch gehen. Wow, da sind noch einmal 70.000 Mann und da sind noch Berittene dabei. Das heißt, das gibt's ja wohl nicht. Der hat da noch immer relativ starke Truppen rumstehen. Mit der Betonung auf relativ. Wie machen wir das am blödesten? So, du nach Karachi. Oh, warte mal. Wohin gehst du? Nach Bishkek. Bis zum 29. September bist du dort. Und wie lange brauchst du dorthin? Bis zum 1. Oktober. Sind überhaupt nicht so Sachen wie Südafrika oder so irgendwie beteiligt oder wenn nicht schaffen es die einfach nicht. Irgendwas zu schicken, verstehe ich nicht. Sukhothai. Da unten auch noch was Britisches? Nö, das ist gar nicht britisch. Ich überlege mir gerade, ist das im Krieg mit mir irgendwas? Ah ja, da unten. Siam wird uns aber keinen Militärzugang geben. Oh, sie werden akzeptieren. Ausgezeichnet. Das heißt, wir können dann runtergehen und Johor auch noch angreifen. Vielleicht können wir dann zumindest Johor mal aus dem Krieg rausholen. So, gehst du mal daher, da bist du relativ zentral. Okay. Ja, okay, das ist uns wurscht. Ja, jetzt ist mir die Maus ausgekommen. Ich hätte so, sie kommt sich immer daher. So, gerade rechtzeitig. Das heißt, wir können da runter.
wir vielleicht doch da. Ja, sehr gut. Stehen geblieben. Bleibst du vielleicht auch stehen? So. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Das ist okay. So, du mein Freund, hast dich auch da herbegeben. Du kannst da bis noch hier hat. Achso, ich habe jetzt hier schon bewegt. Auf nach Riyadh. So, wie schaut das aus? Dann seid ihr dort. Es dauert nur zu lange. Ich verliere schon zu viele Truppen. Ich habe schon fast 10.000 Mann verloren da. Gut so. Dass noch ein paar nachgekommen sind. Wow, fast 10.000 Mann verloren. Das gefällt mir nicht. Sollen wir sie jetzt mal angreifen? Und setzen wir da dort. Hier geht's mir da her. Schauen wir mal, ob wir sie in Nukus gefangen setzen können. So viele Truppen können die ja dann nicht mehr haben. Du gehst auch daher. So, brauchen wir dich da unten? Ich glaube fast gar nicht. Das heißt, du könntest eigentlich auch woanders sinnvoll eingesetzt werden. Vielleicht gehe ich mit dir auch nach Karachi. Und dann haben wir noch eine dritte Armee dort drüben. Oder zumindest bist du mal in der Nähe vom Schiff dann. So, du bist in Ipo angekommen. Du hättest da zuerst hergehen sollen. Naja, wurscht. Warte mal. Daher und dann daher. So, was ist mit euch? Hier geht's nach Kyshyl Arvat. Gehst nach Nukus und setzen wir dort am 27. und 25. Oktober. Gut, du bist da schon weg. Das ist mir sehr recht. Wie kommt es dort nicht mehr an rechtzeitig? Uff, aber wo ich das schaffe mit der Armee? Ach so, ich greife die ja noch gar nicht an. Ach so, ja, Partner. Partner ist jetzt voll. Eigentlich könnten wir eine neue Armee ausheben. Das machen wir vielleicht in der Pause dann.
wenn ihr nicht zuschaut. So, das ist zu mühsam, glaube ich. Müsste ich das da jetzt vor euch allen machen? Wollte, würde, müsste. So, wo gehst du hin? Du bist einmal da, ja. Und in dem Krieg werden die Truppen sowieso nicht mehr ausgehoben. Hoffe ich. Schauen wir mal, ob wir diese 80.000 da noch irgendwie in eine Falle locken können. Und dann machen wir auf Schluss für heute. So, Ashgabat und Kiva. Irre. Wir warten. Bis ein Teil von euch weg ist. Oder? Bis die vom 23. Oktober weg sind. Und dann fahren wir mit den ganzen Truppen dann nach Nukus oder nach Kyschil Avat. Je nachdem. Okay. Auf nach Bishkek, auf nach Narin. So. Hier. Daher. Und seid ihr dort? 31. 30. 31. Okay, bevor der Teil unten ist. Schangabad, mhm. Genau, weiter Richtung Norden. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Die fangen wir dort. 30. 31. Gut, und Teil haben wir mal da erledigt. Kann man also da mal erledigen. Oh, da sind schon wieder 84.000. Ach, gebitte. Euch geht ja wohl nicht gut. So, du gehst daher und tust so, als wärst du nicht da. Ihr hier. Gibt es aber Gas, dass wir da noch ein paar Truppen haben. Ja. Und du gehst wieder zurück nach Karachi, falls wir noch eine dritte Armee brauchen. Und du gehst mal daher. Also, warte mal. Okay. Machen wir auch gleich. Warte mal, kann man nach Busch gehen? Ja, gehen wir nach Busch. Mhm. Und Kiva. Das ist gut, vielleicht können wir in Kiva auch ein paar erledigen. Mhm. Vielleicht sollten wir tatsächlich mit denen, die hier sind, das sind immerhin auch 90.000 fast, das angreifen. Und Attacke. Die Schlacht ist sowieso gleich geschlagen. Dann können wir von da nämlich auch noch ein paar Leute abziehen. Mhm. Dann erobern wir Wüste.
bis daher. Dann kannst du nämlich vom Süden auch noch reingehen. Schauen wir mal. Das müsste sich eigentlich ausgehen. Wir sind circa gleich groß. Es ist flaches Terrain, das heißt, sie sollten keinen Vorteil bezüglich des Terrains haben. Ja, schade. Sind nicht mehr rechtzeitig da gewesen. Gut. So, in Nukus haben wir uns auch wieder von 35.000 Russen befreit. Die Adaman-Inseln. Hä? Oh mein Gott. Echt jetzt? Okay. Blöde Schiebernakeln. Wo geht's hier hin? Oh, ausgezeichnet. Das ist genau der richtige Ort, wo ich euch haben will. So, und hier geht's dahin, um euch zu erholen. Oh, vielleicht geht's euch doch nicht da erholen, sondern geht's euch da erholen. Nach Aralsk. Gehen wir noch mal hier. Machen wir da mal im Norden, alles klar. So. Ja, du solltest vielleicht auch darauf gehen weiter, oder? Soll ich dich nach Karachi schicken? Ich glaube, ich werde dich da in die Richtung schicken, dass wir da drei Armeen haben. Sicherheitshalber. Da stehen. Auch nicht schlecht. Gut, wenn du genervt bist, kann man von Norden und von Süden Daschowutz angreifen. So, wie gesagt, wir gehen dann Richtung Norden weiter. Richtung Medina. Ah, da sind 5000 Belgier, die wir besiegen können, und 12.000 Holländer. Führen die Holländer auch Krieg mit uns? Brasilien, Portugal, Belgien, Neuseeland? Nein, Holland nicht. Die gehen einfach nur bei uns durch. Na super. Dürfen die das? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich habe ich ihnen ein Dings gegeben. Ausgezeichnet. Und Frankreich kriegt auch einen auf den Deckel. Dich da mal kurz erholen. Der ist in Merv angekommen, das heißt, der hier und der hier werden jetzt einmal versuchen, da alles klar zu machen. Und nochmal 50.000 erledigt. Russland ist keine Großmacht mehr. Ist das cool. Die gehen nach Daschowutz. Hinterher? Ja, schon. Russland ist keine Großmacht mehr. Können wir jetzt mit England als Anführer verhandeln? Ich fürchte nicht.
Wir haben schon 61%. Immerhin. Hat nur 7% immerhin schon gebraucht. Ausgezeichnet. Vielleicht sollte ich noch ein kleines Kriegsziel hinzufügen. Und so, irgendeine kleine Assam zum Beispiel oder British Orissa oder so irgendwas. Was Ceylon? Wie viel wird das kosten? 11? Nicht so viel. Kalikut Kuchin. Das sind gerade der kleine. Das wird wahrscheinlich auch mehr kosten. 7. Was ist mit Orissa? Machen wir das? Wieso nicht? Haben wir ja schon gratis. Das ist ja schließlich schon erfüllt zu 100%. Ich würde fast sagen, mit dir gehe ich auch nach. Hallo, können wir passen? Ach Gott, ich bin so dumm. Du gehst auch nach. Du gehst daher und erholst dich. Du gehst daher und unterstützt den in Aktau. Oder? Nein, du gehst nach Nukus, das ist besser. Oh! Das ist ja ärgerlich. Okay, passt. Gehen die noch? Okay, gehen wir da hin. Traktoren. Penang haben wir gewonnen. Gut. Ihr habt es gesagt, ihr rastet euch aus. Die 48.000 gehen nach Aktor. Gut, das soll sein. Da haben wir noch Truppen daneben, die können wir unterstützen im schlimmsten Fall. Aber diese 33.000 will ich erledigt haben. Auf nach Taschkent. Schade, der Krieg hätte ruhig noch etwas länger dauern können. Und noch Kujang. Ja, Freunde, was haltet ihr davon, wenn ihr langsam nachgeben würdet? Was das betrifft. Das ist okay. Gut. Ist auch gut. Ist auch gut. Das dauert alles so lange. Ich bin so lahm. Aber jetzt dann glaube ich. Ja.
Gut. Ist auch gut. Das ist dann nicht mehr darüber schicken. Noch Mecker. Gut, 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 gut. Ich glaube, wir gewinnen da eigentlich alle Schlachten. So, meine lieben Freunde, ich würde fast sagen, nachdem wir jetzt einige Russen erledigt haben, machen wir für heute Schluss. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.